Nur weil die Profis heute ins Trainingslager nach Österreich ins Zillertal abgedüst sind, heißt es natürlich noch lange nicht, dass rund um Bremen Werder nicht mehr stattfindet. Ganz im Gegenteil. Ailton, die Vereinslegende, der Torschützenkönig aus der Doublesaison, wird heute 50 Jahre alt. Und das ist ein Grund zu feiern. Das hat Toni sich auch selber gedacht. Und alte Weggefährten und Werder-Legenden zusammengetrommelt. Und die lässt er gleich hier auf diesem Platz, auf dem ich gerade stehe, gegen die erste Herren des TSV Bassum antreten. Ja, so 500, 600 Zuschauer werden hier erwartet. Jetzt kommt hier aber gerade die Sonne raus. Ich könnte mir vorstellen, da kommt noch der ein oder andere mehr. Und ich glaube, das wird gleich eine Mordsgaudi hier auf dem Rasen. Von Thomas Schaaf über Christian Schulz und Christian Listesch. Da haben wir gerade schon einige gesehen, die hier nach und nach eintrudeln, während sich die Bassumer schon fleißig warm machen. Also ich glaube, die haben sich einiges vorgenommen. Die verteilen heute keine Geburtstagsgeschenke an Ailton. Aber die Werder-Profis, ja, die lassen noch so ein bisschen auf sich warten, die Ex-Profis, meine ich natürlich. Dann werden sie hier gleich den Rasen betreten, übrigens alle mit der Rückennummer 50, wie sich das für einen 50. Geburtstag von Ailton gehört. Und bevor das gleich hier richtig losgeht, gehen wir jetzt mal auf Stimmenfang und schauen, wer ein paar Geburtstagsglückwünsche für Ailton dalassen will. Ja gut, irgendwann trifft es halt jeden, ne? Aber dafür hat Toni sich echt noch gut gehalten, muss man einfach mal sagen. Er spielt ja viel in der Traditionsmannschaft, hält sich dadurch fit. Erstmal hat sich gar nicht verändert. Sieht genauso gut aus wie damals, genauso schnell, wie ich sehe. Und ich freue mich natürlich, hier zu sein. Also wir haben wirklich was Besonderes erlebt hier mit Werder. Ich glaube, so schnell nicht mehr ganz, aber er ist immer noch einer der schnellsten. Und das bei dem Körperbau, das ist nicht ganz so verkehrt. Auf jeden Fall ist er immer noch sehr gefährlich vom Tor. Ich habe echt wirklich nachgeguckt, als er so einmal hieß, er wird 50, habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Also der rennt ja immer noch überall rum und ja, ist immer noch schnell. Das ist klar, das freut mich, hier zu sein und mit der Held, mit den Jungs auch ein bisschen Spaß zu machen. Seine Art und Weise auf und neben dem Platz ist er natürlich für viele ein Idol gewesen. Ja, war schon ein besonderer Typ. Ne? Also hat natürlich dann auch einen gewissen Spaß damit reingebracht, hat alles nicht so verbissen gesehen. Wir haben schon das eine oder andere Ding eben miteinander erlebt. Er hat mich oft genug geärgert. So als Typ auch in der Mannschaft hat er immer wieder für den Spaß gesorgt, hat immer mit seinem Auto direkt vor der Kabine geparkt, wo jeder wusste, dass es Halteverbot ist, aber war ihm dann komplett egal. Ich habe ihm vielleicht dann auch ein bisschen was zurückgegeben, wo ich ihn geärgert habe. Der hat alles hier gemacht und für Bremen, der ist auch eine Legende. Ich kann mich nicht erinnern, dass er schlecht gelaunt gewesen. Also nicht nur ein super Spieler gewesen, sondern menschlich ein super Typ. Ja gut, als Nachwuchsspieler von Werder war es natürlich immer ein Vorbild. Er hat es durchgesetzt und nicht umsonst den Publikum Lieblings geworden.